Friedo, letztes Jahr Bremer Brücke, 2:1 Sieg, du mit 2 Treffern. Welche Erinnerungen hast du an das Spiel? Ja, sehr positive Erinnerung. Ich glaube, war damals ein schwieriges Spiel in Osnabrück. Und der Doppelpack war eine coole Geschichte. Dass wir gewonnen haben, war natürlich auch cool. Und es war eine schöne Busfahrt zurück und da erinnert man sich gerne dran. Und jetzt erwartet uns am Wochenende auch wieder ein harter Brocken. Und wir wollen jetzt endlich mal auswärts auch was mitnehmen. Und da müssen wir halt alles reinwerfen, was wir haben. Wie schätzt du den Gegner ein? Bisher punktemäßig vielleicht noch nicht da, wo man selbst stehen möchte. Was für ein Spiel kann man da erwarten? Ja, ich glaube, die Bremer Brücke ist immer stimmungsvoll. Osnabrück hat eine gute Mannschaft und wird uns alles abverlangen. Wir haben natürlich jetzt in der Woche einen Rückschlag erlebt. Und jetzt heißt es einfach quasi alles wieder reinwerfen und probieren in der Liga die Punkte zu holen. Wie wichtig ist es, dass man sich ein bisschen mehr auf sich selbst vielleicht fokussiert und weniger schaut, was die Gegner machen, sondern schaut, okay, wie unser eigenes Spiel mit auf den Rasen bringen? Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir Zweikampfführung, Intensität, Laufstärke auf den Platz bekommen und dass wir darüber ins Spiel kommen, weil ich glaube, das hat uns immer stark gemacht und dann können wir auch was mit dem Ball, aber ich glaube, erstmal müssen wir dort ansetzen, das verbessern, da wirklich alles investieren, damit wir dann erfolgreich sind. Wenn man auf die Tabelle schaut, wir sind ja daheim bisher noch ohne Punktverlust, auswärts leider noch ohne Sieg. Trotzdem sind wir eigentlich ganz weit oben mit dabei. Wie würdest du bisher die Saison so im Fazit sehen? Ja, wir haben jetzt 9 Spiele, 16 Punkte. Ich glaube, das ist vom Schnitt her okay. Ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, dass wir auswärts schon was geholt oder schon Punkte mitgenommen hätten. Aber ja, ich glaube, vom Punkteschnitt her ist es in Ordnung. Das mit dem Pokal drückt natürlich jetzt ein bisschen die Stimmung, ist normal. Das ist suboptimal, aber jetzt müssen wir uns auf die Liga konzentrieren und schauen, dass wir auswärts, wie gesagt, Punkte holen und hoffentlich heim unsere weiße Weste beibehalten. Eine Hiobsbotschaft gab es in dieser Woche. Marco Höger hat sich das Kreuzband gerissen. Wie ist in der Mannschaft aufgenommen worden und wie kann man denn so einen Spieler ersetzen? Ja, das ist natürlich erstmal rein menschlich, tut einem das unfassbar leid, weil man ja selber Sportler ist. Dann sportlich für uns ist es natürlich auch ein harter Schlag. Weil man muss ganz ehrlich sein, Högi in dieser Liga mit seiner Erfahrung, mit seiner spielerischen Klasse ist nicht 1:1 zu kompensieren. Und das ist ein harter Schlag für uns, aber jetzt müssen wir als Gruppe probieren, das aufzufangen und dann auch für Högi arbeiten, damit er hoffentlich uns vielleicht noch im Endspurt helfen kann, um unsere Ziele zu erreichen. Und Viele Leute sagen, der Oktober, der ist so richtungsweisend. Da haben wir wirklich ein paar Top-Duelle, auch das DFB-Pokalspiel. Willst du dem zustimmen? Ja, also die Gegner im Oktober sind auf jeden Fall sehr hochkarätig. Und im Endeffekt ist jedes Spiel wichtig. Im Oktober spielen wir gegen viele Mannschaften, die vermeintlich auch oben mitspielen werden. Wo man dann auch Punkte klauen kann, quasi den anderen Teams. Aber im Endeffekt ist jedes Spiel wichtig und ich glaube, der Oktober wird stimmungsvoll. Perfekt, vielen lieben Dank, Friedo. Dann wünschen wir dir viel Glück in Osnabrück. Danke.